und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls du neu bist, mein Name ist Melanie und ich heiße dich herzlich willkommen auf diesem Kanal. Freut mich, dass du da bist. Ich habe euch auf Instagram aufgetragen, stellt mir Fragen. Coole Sache, das reimt sich. Und ihr wart fleißig, habt mir sehr tolle Fragen gestellt, sehr kreative Fragen, worüber ich mich freue. Und die werde ich euch heute beantworten. Ich will auch nicht lange schnacken, fangen wir einfach mal an mit Frage Nummer 1. Und die Frage Nummer 1 hat Emma gestellt und sie fragt, wenn du in einem Film oder einer Serie mitspielen könntest, welche wäre das und welche Rolle würdest du spielen? Das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. Ich habe mir darüber tatsächlich schon Gedanken gemacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich wahrscheinlich eine Disney-Rolle spielen würde, einen Disney-Charakter. Ich bin so total der romantische Typ und ja, ich mag einfach dieses Disney-Ding, einfach, dass jeder die große Liebe sucht. Deswegen, ich glaube, ich wäre eine Prinzessin, total romantisch und total verträumt. Und ja, ich glaube, das würde, glaube ich... Ja, ich glaube, das würde zu mir passen. Also, wer könnte denn da passen? Ich glaube, ich bin Rapunzel, weil ich wurde nämlich oftmals auch schon so genannt, aufgrund dessen, dass ich die Haare früher ganz lang hatte, jetzt mittlerweile nicht mehr. Vielleicht habe ich das irgendwann mal wieder. Mal schauen. Ich glaube, ja, ich wäre Rapunzel aus Disney. Weiter geht's. Finja fragt, was magst du lieber, Hunde oder Katze? Die Frage ist für mich ganz einfach. Ich bin voll der Katzenfreak. Ich habe selber zwei Katzen und ich liebe meine Katzen. Und warum ich Katzen lieber mag als Hunde, das seht ihr genau jetzt. Magic sagt hallo, das ist die kleine Sine. Sine ist meine eine Katze, die ist total lieb. Wenn ich die so auf meine Arme lege, die bleibt so liegen. Die macht einfach gar nichts. Die ist so dankbar und genießt einfach alles. Zu der Sina muss ich sagen, die ist zugelaufen. Und ja, das, ich denke mal, dass sie deswegen so dankbar ist. Und ich liebe sie. Ist eine gute. Schläft mit mir unter der Decke, wenn ich auf der Couch Fernsehen gucke. Ist so lieb. Das kann man sich nicht vorstellen, aber ihr seht es ja schon. Frage geklärt. Was mag ich lieber, Hunde oder Katzen? Weiter geht es mit der Frage von Sophie. Sophie fragt, ob ich irgendwelche Allergien habe. Gott sei Dank. Nein. So, weiter geht's mit der Mia. Die Mia fragt, Urlaub, wie sieht's aus? Lieber in den Bergen oder am Meer? Ich liebe Strandurlaub, ehrlich. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als Strandurlaub. Ich bin voll das Sommerkind. Ich liebe Sommer, Sonne, Sonnenschein. Aber ich mochte nie Kälte. Das Komische daran ist aber, wenn es hier bei uns zu Hause schneit, dann kriege ich die Plätze. Ich mag das nicht, wenn es bei uns zu Hause schneit. Fragt mich nicht warum. Es ist einfach nur kalt. Und wenn es dann früh noch dunkel dazu ist und glatt und man muss Scheiben kratzen, das finde ich furchtbar. Und deswegen, ich mag Kälte nicht, ich mag Eis nicht, nur in den Bergen. Da muss Schnee sein, weil wir fahren nämlich in 4 Wochen und ein paar Tagen nach Österreich zum Skifahren. Da muss Schnee sein, da ist Schnee ein Muss. Komischerweise, da mag ich Schnee wieder, aber sonst eher nicht, nein. Also, Urlaub am Strand oder in den Bergen, eigentlich eher beides. So, Marie, du bist an der Reihe. Die Marie fragt, kannst du wieder Let's Playen? Ich vermisse das total. Erstmal freut mich das, dass es dir gefallen hat, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nach vorne entwickelt und das war, ich merke halt genau, dass das, was ich jetzt mache, mehr das ist, was ich möchte. Also das Let's Playen hat mir zwar auch Spaß gemacht, aber das war für mich im Endeffekt nicht mehr so diese Erfüllung und ja, das, was ich jetzt mache, fördert mich mehr, dass ich lerne dazu und es ist einfach irgendwie anders. Ich kann das machen, wenn ich möchte und bin nicht gezwungen, das jeden Tag zu tun. Und ja, ich kann mir das einteilen, wie ich das machen möchte. Bin auf eine Art und Weise auch freier, das habe ich euch ja auch schon erzählt. Ich bin eigentlich gerade ziemlich glücklich, so wie es ist. Wir streamen auf dem anderen Kanal hin und wieder noch,
aber Let's Plays wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Tut mir leid. So, der Yannick fragt, wie bist du zum Zeichnen gekommen? Ich war schon immer ein kreativer Kopf. Sollte man nicht tun, aber schon als Kind, wenn ich in der Schule zum Beispiel Langeweile hatte, ich habe immer angefangen, auf meinem Heft rumzukritzeln, auf meinem Blog rumzukritzeln. Ich habe immer gemalt. Ich spiele ja schon seit Anfang an Sims. Da war ich selbst noch jung und in der Schule. Ich bin immer noch jung, aber nicht mehr in der Schule. Ich habe dann halt schon diesen Baumodus auf meinem Blog übernommen und schon Häuser vorgezeichnet, die ich dann quasi am Nachmittag nachbaue am Laptop. Also gekritzelt habe ich schon immer und ja, so richtig aktiv angefangen, Porträts zu zeichnen, habe ich 2012. Ja, 2012 war das. Die ersten sahen natürlich dementsprechend nicht so gut auf, aber ich habe halt nie aufgegeben. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass Zeichnen eine Leidenschaft von mir ist. Es macht mir Spaß und deswegen habe ich halt weiter und weiter gemacht. Und man sieht ja, was jetzt im Endeffekt dabei rauskommt. Ich blende euch hier mal zum Beispiel ein Bild ein. Da könnt ihr das mal sehen, was meine letzten Zeichnungen so waren. Und ja, ich war jetzt schon immer kreativ, habe gekritzelt, aber so richtig angefangen zu zeichnen habe ich 2012. Fanpage Melli schreibt, übrigens danke für diese Seite. Ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr solche Sachen für mich macht und auch schöne Bilder hochladet. Das freut mich. Ich freue mich halt einfach. Danke dafür. Was sind deine Lieblingsstifte? Ich habe viele Stifte. Ich habe jetzt zum Beispiel das 120er Set Polychromos. Einblendung. Und diese Stifte sind mega genial. Die sind allerdings, der Haken daran ist, die sind schweineteuer. Die sind wirklich ungelogen schweineteuer. Aber man gönnt sich ja sonst nicht so viel, also habe ich sie mir gekauft. Und meine Lieblingsstifte sind halt erstmal die Polychromos. Und dann habe ich noch diverse andere, wie zum Beispiel Graphitstifte. Die nutze ich auch sehr, sehr gerne. Dazu Papierwischer, um diese Graphitstifte zu verwischen und damit coole Effekte zu machen. Ja, schaut mal bei meinem Art-Account vorbei. Da habt ihr auch die restlichen Bilder, die ich gemalt habe oder die ich jetzt so am Zeichnen bin. Ich halte euch da immer auf dem Laufenden, wenn wir streamen. Wir streamen auch hin und wieder mal auf diesem Art-Account. Wenn ich zeichne, dann bin ich dann oftmals dabei live und lasse euch zuschauen. Würde mich freuen, schaut vorbei. Der Toni fragt, was ist dein Lieblingsessen? Also, ich habe eigentlich nicht wirklich ein Lieblingsessen, aber ich kann sagen, so Süßigkeiten mag ich eigentlich gar nicht. Also nicht, weil ich auf meine Figur achten muss oder sowas, da habe ich Glück. Ich kann essen, was ich will. Aber einfach nur, ich mag dieses Süße einfach nicht. Ich bin eher so der herzhafte Typ. Bei mir muss was Herzhaftes auf dem Teller sein. Alles, was herzhaft ist, mag ich. Alles, was richtig kräftig ist, ich liebe es. So, kommen wir nochmal zu Finja. Finja hat noch eine sehr interessante Frage gestellt. Und die wäre, wenn du dir eine Person aussuchen könntest, mit wem würdest du den Tag verbringen und was würdest du machen? So, jetzt ist natürlich die Frage, gilt das auch für Menschen, die schon verstorben sind oder gilt das jetzt nur für Menschen, die lebend sind? Wenn ich jemanden aussuchen müsste, der schon nicht mehr ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, es ist ja auch einer meiner größten Träume, irgendwann mal nach Hollywood zu fahren. Einmal nach LA zu besichtigen, natürlich zum Walk of Fame. Dann möchte ich zum Hollywood sein. Also diese typischen Hollywood-Touri-Touren möchte ich alle machen. Und ich möchte einmal in meinem Leben zu dem Forest Lawn Memorial Park fahren und an der Holy Terrace stehen. Das ist mein absoluter Traum, denn dort ist beerdigt Michael Jackson. Ich habe noch nie großartig drüber geredet, aber ich bin ein total großer Michael Jackson-Fan. Für mich ist Michael einfach der Meister von Tanz. Der Meister von Choreografie, der beste Entertainer, Sänger, Tänzer, was weiß ich, überhaupt. Und es wäre einfach total krass, wenn ich mal die Chance gehabt hätte, ihn in meinem Leben zu treffen. Aber ich bin einfach zu jung gewesen, um dass das hätte passieren können. Was würde ich mit Michael Jackson machen? Das ist natürlich die Frage, was macht man mit einem Michael Jackson? Rausgehen wird nicht gehen, weil da hat man keine Ruhe.
mit einem so großen Star an der Seite. Wisst ihr, wie ich meine? Also deswegen, ich würde glaube ich sagen, einfach Netflix und chillen. Und über Gott und die Welt reden und ja, einfach mal gucken, wie tickt dieser Mensch. Einfach Filme schauen, Serien schauen, chillen, quatschen. Ich bin zu spät geboren. So. Okay. Da werden wir jetzt mit den Toten durch. Machen wir mal bei den Lebenden weiter. Wen würde ich... Also im Moment habe ich jemanden, der mich so total krass inspiriert. Ich zeichne ja immer auch die Leute, die mich gerade bewegen, über die ich nachdenke, die mich inspirieren, von denen ich die Musik höre, alles sowas. Und das ist halt im Moment gerade ein Sänger. Da habe ich eigentlich ein Storytime dafür. Wollt ihr ein Storytime? Stimmt mal bitte ab hier. Storytime, ja oder nein? Worum geht es in einem Storytime? In einem Storytime wird es gehen. Ich erzähle euch mal ein bisschen. Ich war damals in der Schule, war süße 13 Jahre alt. Oh mein Gott, ist das lang her. Und am Morgen kam eine Band über den Schulhof gerollt. Die Musik, die hat uns einfach alle mitgenommen. Keiner konnte dran vorbeigehen. Und diese Band hieß Cinema Bizarre. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß es schon. Ich influenze euch alle. Oder hoffe jedenfalls, dass ich euch damit nicht nerv. Sagen wir es mal so. Ich weiß immer nie, wie das ankommt. Auf jeden Fall, diese Band war damals so bekannt. Es ist eigentlich kein Vergleich. Tokyo Hotel und Cinema Bizarre, das sind komplett unterschiedliche Musikrichtungen. Die sahen zwar ähnlich aus, aber man kann sie nicht vergleichen. Auf jeden Fall waren die genauso berühmt. Oder wer ist denn heute so berühmt? Wer ist heute so berühmt? Also eigentlich stehen sie alle auf BTS. Also auf Instagram sieht man auf jeden Fall viel von denen und dass die total gehypt werden. Deswegen würde ich sagen, die waren so berühmt wie BTS. Sind durch die ganzen Kontinente getourt und haben Konzerte gegeben. Und ja, irgendwie ist das dann irgendwann im Sande verlaufen. Ich habe die immer wieder gehört. Immer wieder das Album hoch und runter, also das wurde immer nach einiger Zeit wieder aus dem Schrank gekramt. Und vor anderthalb Monat ungefähr gucke ich auf Arbeit in eine Zeitung und sehe ein Gesicht. Das kam mir erstmal bekannt vor und dann habe ich den Artikel darunter gelesen, dann stand da Tatsache der Name von dem Sänger und ich dachte, nee, das ist jetzt nicht wirklich. Und auf jeden Fall habe ich ihn dann auf Instagram gesucht. Gefunden, direkt abonniert und naja, eine Woche später wäre es fast dazu gekommen, dass ich ihn getroffen hätte. Wäre fast. Wenn ihr wissen wollt, wie aus dem eigentlich schönen Tag ein für mich total furchtbarer Tag wurde, dann wie gesagt, stimmt ab. Storytime, ja oder nein, dann erzähle ich euch die ganze Geschichte. Es war echt schlimm. Es tut mir leid, aber der Tag war für mich Horror. Also, Storytime, ja oder nein, stimmt auch. So, wir sind auch schon mit den Fragen durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Däumchen da oder abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Ihr könnt auch, irgendwo hier ist mein Instagram-Account eingeblendet. Da poste ich immer, wenn ein neues Video online gekommen ist, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr, weil dem YouTube-Algorithmus kann man ja leider nicht trauen. Der hat ein bisschen nachgelassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.